Ich bin Künstler aus Berlin und heute endlich mal wieder mit Dino-Shirt am Start. Weil ich ja zurzeit ganz gerne Münder male und mir Goldmalen irgendwie auch Spaß gemacht hat, dachte ich mir, ich kombiniere das beides einfach mal. Meinen letzten Mund hatte ich ja so eingepackt, dass man nicht so richtig gesehen hat, was drumherum ist, aber diesmal dachte ich mir, ich mache es einfach mal so, als wäre die ganze Leinwand die Haut und lasse den Mund einfach so in der Mitte stehen. Ich weiß, der Look ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, weil man es echt immer gewohnt ist, zu einem Mund auch eine Nase oder ein Kinn oder irgendwas zu sehen, aber ich finde den Look eigentlich ganz lustig. Natürlich war es trotzdem erstmal eine wilde Wurstelei, weil so ein Mund natürlich sehr viel Details hat und wenn man nichts anderes drumherum hat, dann müssen die halt sitzen, damit das Ganze irgendwie nach irgendwas aussieht. Ich fand auch, dass die Referenz mir relativ schwer gemacht hat, weil das halt relativ gleichmäßig ausgeleuchtet ist und man dadurch nicht so viel im Schatten verstecken kann. Ich habe leider keine andere Mundreferenz gefunden und hätte natürlich auch meinen eigenen nehmen können, aber ich hatte keine Lust, da einen Schnauzer mit drauf zu malen. Obwohl kaum was auf dem Bild drauf war, hat es mich dann trotzdem insgesamt 4 Tage gedauert, um fertig zu werden. Ich finde, das Bild ist auf jeden Fall sehr einzigartig geworden, aber natürlich nicht so einzigartig wie du.